Knecht Ruprecht kommt selten alleine aus dem finsteren Wald. Und nach einem solchen ist unser schönes Transsilvanien benannt. Heute ist Nikolaustag. Ein Tag, der in der ganzen christlichen Welt mehr oder weniger heftig und vielfältig gefeiert wird. Unser aller Nikolaus lebte um 300 nach Christus in Myra, einer Stadt in Kleinasien. Generell gilt er bis heute als Wohltäter. Alles andere ist und bleibt Legende. Wundergeschichten lassen wir vorläufig beiseite. Ich erzähle keine Legenden, sondern von Begegnungen mit ihm. Als Sohn reformierter Eltern spähten meine Schwester Regula und ich, Musikwart der evangelischen Kirche AB in Rumänien, Jürg Leutert, ängstlich und durchaus neugierig aus dem Fenster, als er Jahr für Jahr exklusiv bei unseren katholischen Nachbarskindern Visite hielt. Später begegnen meine Frau Britta Falk-Leutert, Kantorin an der Stadtpfarrkirche Hermannstadt, und ich in der Schweiz Klaus. Knall mit Nachname. Einen begnadeten Kirchenmusiker. Wir musizierten gelegentlich unter ihm. Sein Handwerk beherrscht er bis in die Fingerspitzen. Er brennt für die Sache und teilt sein Wissen und Können großzügig. Kompromisslos und energisch, ein profunder Kenner der Materie, lässt er unbemerkt evangelisches Bewusstsein in unsere noch jungen Kirchenmusikerseelen einfließen. Während unserer Zeit auf den Lofoten veranstalteten wir Sommerkonzerte in unseren beiden kleinen Holzkirchen. Wer stellt nicht eines Tages an der Tür? Klaus Knall. Er segelte mit seinem Trimaran entlang der norwegischen Küste und suchte für den Winter Asyl für sein Segelschiff. Wir konnten es nicht bleiben lassen, einem Mann behilflich zu sein, der den Namen des Schutzheiligen der Seefahrers trägt. Im nächsten Sommer setzte er das Schiff wieder in den Fjord und segelte weiter nordwärts. In Schersburg liegt ein Überbleibsel aus vorreformatorischer Zeit, das Schersburger Antiphonar aus dem Jahre 1536. Es enthält eine Antiphon zu seinen Ehren. Darin wird er charakterisiert als Menschenfreund. Nikolaus, Klaus, Niku, Nicole, Nicoletta tauchen in Siebenbürgen oft auf. Bekannte, Freunde und Kolleginnen tragen den Namen mit Würde. Zweimal und, dazu Filippi, Schulz, Moldoviano, Paraschivescu. Aus Klosdorf liegt eine Schachtel mit Manuskripten im Büro des Musikwartes. Schon einige Male verwendeten wir Musik daraus. Im Dorfnamen ist Nikolaus eingewoben. Es liegt an einer Seitenstraße der E60 von Schersburg nach Kronstadt, bald nach Kaist, rechter Hand. Auf der Empore über dem Altar steht seit 1832 praktisch unverändert eine kleine, sehr hübsche, heute leider schlecht funktionierende Orgel von Samuel Metz. Die Schersburger Bergkirche, die Kirchen in Praller, Seligstadt und Bistritz sind Nikolauskirchen. Klausenburg trägt seinen Namen und ganz zu schweigen von vielen orthodoxen Kirchen, die dem heiligen Nikolai geweiht sind. Uns war klar, dass Klaus Knall Siebenbürger ist. Was dies bedeutet, erfuhren wir erst viele Jahre später. Vor nicht allzu langer Zeit nahm nie Klaus via Facebook Kontakt auf mit Britta. Er wundert sich wohl. Wir wundern uns.